Schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Anwesende. Ich freue mich, als Gesundheitswissenschaftler Ihnen einen Einblick in meine Forschungen zu geben zu dürfen und freue mich auch als Vertreter dieses kleinen Vereins für kritische Arbeits-, Gesundheits- und Lebenswissenschaft, hier Ihnen einige Ergebnisse unserer Debatten näher bringen zu dürfen. Von Historiker und Historikerinnen wurde das 20. Jahrhundert als Zeitalter der Extreme bezeichnet. Diese Feststellung gilt nicht nur angesichts der schrecklichen Weltkriege im 20. Jahrhundert, sondern diese Feststellung gilt auch in einer anderen Hinsicht. Auf der einen Seite wurden durch Wissenschaft, Technik und Industrie wesentliche Fortschritte erzielt, gerade auch auf dem Gebiet der medizinischen Versorgung. Auf der anderen Seite aber gab es eine Chemisierung aller Lebensbereiche und damit eine einhergehende extreme Schadstoffbelastung auf diesem Planeten. Hinzu kam eine gigantische Ausbeutung der Natur, insbesondere des Erdöls, und eine ebenso gigantische Mobilitätsentwicklung, welche die Schadstoffbelastung noch einmal erheblich erhöhte. Für all diese Entwicklungen hat die Chemieindustrie erheblichen Anteil. Der überzeugte Nationalsozialist Walter Greiling glaubte, mit Hilfe der Chemieindustrie die Welt erobern zu können. Chemie erobert die Welt, das war der Titel eines Buches von 1938 und interessanterweise wurde dieses Buch immer wieder und immer wieder aufgelegt in den 50er und 60er Jahren, natürlich etwas begrifflich entschlackt, aber es war sozusagen diese Omnipotenzfantasie, die Chemie wird uns sozusagen die Macht geben über diese Erde. Und der Verband der chemischen Industrie hat auch jetzt, in der Jetztzeit, im Grunde genommen an diesem Motto festgehalten. Chemie ist Zukunft. Ganz anders sieht das zum Beispiel der BUND oder andere Umweltorganisationen. Und die Warnung des BUND wird durch eine neue Studie des Stockholmer Umweltinstituts deutlich unterstrichen. Das ist Persson et al. Die Zahl der gemeldeten chemischen Substanzen hat sich seit 1950 verfünfzigfacht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nun, welche wissenschaftliche Disziplin befasst sich nun mit den Schadstoffwirkungen dieser Chemisierung? Das ist die Toxikologie. Die Toxikologie befasst sich aus medizinischer Sicht, aus chemischer Sicht, aus biologischer Sicht mit diesen Themen und so baut eben toxikologische Wissenschaft auf diese Disziplinen auf. Und einer der bekanntesten und herausragendsten Toxikologen Mitte des 20. Jahrhunderts, muss ich sagen, ist Professor Hermann Druckrey gewesen. Hermann Druckrey leitete eine Kommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu dem Thema Lebensmittelzusatzstoffe. Auch Hermann Druckrey war überzeugter Nationalsozialist, aber er war auch überzeugter und entschiedener Gegner der chemischen Industrie. Das ist hochinteressant. Und einmal abgesehen von seinen weltanschaulichen Merkwürdigkeiten, erkannte er die Gefahren, die der Menschheit durch Schadstoffe drohen. Druckrey hatte in den 1950er und 60er, noch bis in die 70er Jahre, viele Mitstreiter und auch weltweit Einfluss auf die Debatte. So auch in Deutschland Fritz Eichholz aus Heidelberg, aber in den USA insbesondere Samuel Epstein, ein Toxikologe der Universität von Illinois, der 1978 mit seinem Buch The Politics of Cancer wirklich die Fachwelt weltweit aufrüttelte. Aber das nutzte alles nichts.
Es gab erhebliche Gegner der druckreichen, Eisholschen oder Epsteinschen Sichtweise. Sie standen ja für eine Risikovermeidung, also eine möglichst niedrige Exposition oder gar, wenn möglich, auch für ein Verbot von vielen Stoffen. Das passte natürlich der chemischen Industrie gar nicht und eben auch den mit der Industrie verbundenen Interessenkreisen. Das heißt, auf der anderen Seite formierte sich eine wachsende Zahl von Toxikologen, die für eine Risikokalkulation standen. Sie waren und sind der Meinung, dass wir mit den Schadstoffen leben müssen und mit Hilfe von Nutzen-Risiko-Betrachtungen Regulationskonzepte entwickeln müssen und auch politisch aushandeln müssen. Der US-amerikanische Toxikologe Bernard Oser bekämpfte die druckreichen Vorstellungen und konkret ging es auch hier erstmal wieder um Lebensmittelzusatzstoffe, also Farben in Lebensmitteln und Ähnliches. Und Oser war führendes Mitglied einer internationalen Kommission, der GEEFA, eine Kommission der Weltgesundheitsorganisation für die Regulierung von Lebensmittelzusatzstoffen. Und dort bekämpfte er die druckreichen Vorstellungen und hat sich auch durchsetzen können. Die Sicht von Oser und anderen setzte sich in der Mitte der 1960er Jahre immer mehr durch, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und hierfür stehen dann solche Namen wie Heinz Oettel. Professor Oettel war Leiter der Toxikologie der BASF und Mitbegründer der späteren MAC-Kommission. Oder auch Wilfried Schmähl, interessanterweise ein Schüler Druckreis, der dann später sozusagen gewendet Direktor des Toxikologischen Instituts des Deutschen Krebsforschungszentrums wurde. Und ich durfte, wenn ich das anmerken darf, Herrn Schmähl selbst kennenlernen. Ich habe einige Jahre im Deutschen Krebsforschungszentrum gearbeitet als Chemielaborant und war sozusagen mit toxikologischer Forschung befasst. Hier ein Beispiel noch aus den 1950er Jahren, die toxische Gesamtsituation auf dem Gebiet der menschlichen Ernährung von Eichholz. Nun, was war das Besondere oder die besondere Problematik, auf die Druckerei aufmerksam machen wollte? Man muss Folgendes sehen. Die Toxikologie hat sich ganz klassisch mit dem Satz befasst, die Dosis macht, dass ein Ding Gift ist, oder wie Paracelsus sagte, dass ein Ding kein Gift ist. Die Dosis-Wirkungsbeziehung war sozusagen die Grundlage der toxikologischen Betrachtung. Und Druckerei sagte, das reicht nicht. Wir müssen auch die Zeit als eigenständigen Faktor mit einbeziehen. Es war die Zeit oder der Zeitfaktor, der als eigenständiger, verstärkender Faktor auf den Organismus einwirkt. Und das hat Druckerei festgestellt am Beispiel von seiner Nitrosamin-Forschung. Wo kommen Nitrosamine vor? Sie kommen als ungewollte Schadsubstanz vor, zum Beispiel in Kühlschmierstoffen in der Gummiindustrie als Vulkanisationsbeschleuniger oder auch als Schadstoff, der in Gießereien durch den großen Einsatz von Kunststoffen dort entstehen kann. Druckerei hat also eine Möglichkeit gesucht, diese Zeitverstärkungsproblematik genauer zu untersuchen. Und ich gebe Ihnen hier einen Einblick in eine Publikation, die er 1963 mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen veröffentlicht hat. Und es handelt sich hier um das Diethylnitrosamin. Und jetzt versuche ich mal hier diesen Cursor zu benutzen. Er hat Ratten genommen und auf Lebenszeit appliziert oder auf Lebenszeit behandelt mit diesem Giftstoff
und hat die tägliche Dosis weiter gesenkt. Und wenn wir die tägliche Dosis mal, also als Produkt mit der Zeit multiplizieren, dann sehen wir die Gesamtdosis. Und Sie sehen, dass die Krebsentstehung, es geht also um die Induktion von Lebertumoren, durch die Gesamtdosis betrachtet, dass hier die Gesamtdosis deutlich sinkt auf unter 10% sozusagen bei einer lebenszeitlichen Betrachtung. Das heißt, Dosis mal Zeit hat einen erheblichen zusätzlichen Zeitpotenzierungsfaktor oder eine Zeitpotenz. Das ist der Zeitverstärkerfaktor, der eben hier am Beispiel der Nitrosamine und es gibt viele, viele andere Stoffe, das werden wir noch sehen, die ähnlichen Gesetzmäßigkeiten folgen. Das ist das, was Drucker erkannt hat. Aber damit in der toxikologischen Fachgemeinde zunehmend sozusagen Widerstand erfahren hat. Er konnte sich nicht durchsetzen. Ich komme jetzt zu einem Beispiel aus der Jetztzeit, aus der sozusagen aktuellen Debatte, nämlich ich komme zum Beispiel Dieselmotoremissionen, Dieselabgase. Dazu gibt es ebenfalls eine kleine Vorgeschichte. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass in den Bergwerken weltweit noch bis in die unmittelbare Jetztzeit viele Untertagegeräte und Untertagefahrzeuge dieselbetrieben eingesetzt worden sind und dass da insbesondere unter Tage dann die Dieselmotoremissionskonzentrationen natürlich sehr hoch gewesen sind. Und die US-amerikanische Forschung, das waren die Krebsforschungsinstitute und das waren die Arbeitsschutzforschungsinstitute, haben sich zusammengeschlossen und eine wirklich riesige Studie durchgeführt in 9 Nicht-Kohle-Bergwerken und haben dort über viele Jahre, wurden dort auch Messungen durchgeführt, eben dann geschaut, wie entwickeln sich dort Krankheiten und insbesondere auch Lungenkrankheiten und auch Lungenkrebs bei den Beschäftigten unter Tage. Und das waren viele 10.000. Und diese Studien sind wirklich enorm und akkurat, ganz großartig und großflächig gemacht worden. Und sie waren Ende der 1990er Jahre abgeschlossen und sollten publiziert werden. Es zeigte sich nämlich in diesen Studien, dass Dieselmotoremissionen eindeutig bei Menschen krebserzeugend sind und nicht nur im Tierversuch alleine. Aber die amerikanische Industrie und die Bergbauindustrie hat per Gerichtsbeschluss diese Publikation 10 Jahre verzögern können. Und erst der Supreme Court hat 2012 die Publikation freigegeben. Und danach, im gleichen Jahr, hat das Internationale Krebsforschungszentrum, die Internationale Agentur für Krebsforschung, die IARC in Lyon, ebenfalls dann Dieselmotoremissionen als eindeutig beim Menschen krebserzeugend eingestuft. Und die niederländische Arbeitsgruppe um Roel Vermeulen, zeige ich hier also ein Deckblatt ihrer Publikation von 2014, hat diese Studien, die ich eben benannt habe, plus viele andere Studien, einige andere Studien mit Lkw-Fahrern zusammengefasst und eine Meta-Analyse durchgeführt. Und es zeigt sich, dass gerade in den unteren Bereichen, hier in den Niedrigdosisbereichen, schon deutliche Risiken über 1, also relative erhöhte Risiken für Lungenkrebs zu sehen ist. Das heißt, wenn ich jetzt die druckreichen Überlegungen nochmal hier mit einbeziehe, ganz im Gegensatz zur Paracelsus-Regel zeigt sich, dass die Wirkung mit sozusagen auch im Niedrigdosisbereich deutlich ist und die gleiche Wirkung bei längerer Expositionsdauer immer von immerhin kleineren Gesamtdosen erzeugt werden kann. Okay,
Ich komme zu diesen weiteren Folien. In den Niederlanden wurde diese Metastudie von Vermeulen und anderen dann zum Anlass genommen, intensive Debatten zu führen. Und man hat, das war der Vorschlag von Vermeulen, den Grenzwert für Dieselmotoremissionen gemessen als elementarer Kohlenstoff auf 1 Mikrogramm pro Kubikmeter festgesetzt, sowohl für die Umwelt wie auch für den Arbeitsplatz. Vermeulen sagt ausdrücklich, es ist in diesem Falle ein Toleranzwert, also eine gerade noch sozusagen aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht geradezu tolerierende Dosis, eine Akzeptanzdosis, ein Akzeptanzgrenzwert läge nach Vermeulen noch um den Faktor 100 niedriger. Das heißt, das wäre selbst in diesem Raum aufgrund unserer allgemeinen ubiquitären Belastung gar nicht mehr zu erreichen. Immerhin, in den Niederlanden gilt der Grenzwert von 1 Mikrogramm. In Deutschland gilt ein Grenzwert, der 50 Mal höher ist. Dieser Grenzwert kam zustande durch eine langwierige und schwierige und letztendlich also sehr enttäuschende Debatte und Beschlussfassung im Ausschuss für Gefahrstoffe beim Bundesarbeitsministerium. In diesem Ausschuss sitzen eben auch Vertreter, die vielleicht nicht direkt von der Industrie, aber doch ganz stark von der Industrie beeinflusst sind und von diesen Interessen beeinflusst sind, eben auch von der Autoindustrie, muss man in diesem Falle sagen. Es gibt weitere Grenzwerte. Ich habe hier einen der Weltgesundheitsorganisation und einen der EU aufgeführt. Die sind allerdings nicht direkt als elementarer Kohlenstoff gemessen, sondern es sind Partikelgrenzwerte. Es geht hier um Feinstäube und man kann sich ungefähr überlegen oder vorstellen, dass etwa die Hälfte, etwa 50% dieser Feinstäube auch aus elementarem Kohlenstoff bestehen, sodass die WHO tatsächlich ziemlich nahe an den niederländischen Grenzwert herauskommt. Also dieser Wert wurde jetzt dieses Jahr festgesetzt. Und aus der EU vermeldet das Spektrum für Wissenschaft eine Debatte, dass wahrscheinlich sogar noch Ende dieses Jahres der Grenzwert ebenfalls gesenkt werden wird. Was bedeuten würde, dass es in Deutschland keine einzige Großstadt mehr gibt, die diesem Grenzwert genügt, sondern alle Werte liegen dann über diesem Grenzwert von 5 Mikrogramm. Vermeulen hat auch einige Zahlen angegeben und man kann sich Folgendes vorstellen. Eine Exposition von 5 Mikrogramm erzeugt eine jährliche Krebsinzidenz, also eine Mortalitätsinzidenz, also es geht um Krebstodesfälle, von 15 auf 100.000 Menschen. Und wenn man diese Zahl umrechnet auf, sagen wir mal, schätzungsweise 10 Millionen Exponierte in Deutschland, Menschen, die an stark befahrenen Straßen leben, da haben wir in Bremen ja viele Beispiele, oder in der Nähe von Umschlagsplätzen, von Häfen und so weiter. Oder wenn wir die vielen Berufskraftfahrer mit einbeziehen, also hier gibt es viele Beispiele, ich glaube 10 Millionen ist durchaus eine realistische Schätzung, dann haben wir schon jährlich 1.500 Lungenkrebstote durch die erlaubte oder sogar noch überstiegene Emission mit Dieselmotorabgasen. Und wenn wir das auf eine ganze Lebenszeit umrechnen, auf 80 Lebensjahre, dann sind das schon 120.000 Tote, die wir offensichtlich gesellschaftlich akzeptieren. Wie begründet der Deutsche Ausschuss für Gefahrstoffe den viel zu hohen Grenzwert, den wir hier in Deutschland sozusagen verbindlich haben? Sie sagen, die epidemiologischen Studien seien nicht hinreichend belastbar für eine quantitative Bewertung. Und deswegen werden nur eben Ergebnisse aus Tierversuchen
für die Grenzwertableitung herangezogen. Im Folgenden möchte ich kurz auf das Problem der Pestizide eingehen. Ich nehme hier einen Ausschnitt aus einem Deckblatt einer IARC-Monographie, also die Internationale Krebsforschungsagentur, ist ja ein Teil der WHO und sie ist eben für die internationale Einstufung von Stoffen zuständig und diese Einstufung kommt zustande durch ein Treffen und durch Kommissionen, die wirklich international von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetzt ist und wo es auch wirklich um sehr, sehr ausführliche Debatten geht, in deren Ergebnis dann diese Einstufungen zustande kommen. Und diese letzte Publikation von 2017 der IARC beinhaltet drei Phosphorsäureester und eine Verbindung, die auf der Basis der Phosphonsäure sich sozusagen zusammensetzt, zusammen mit einer einfachen Aminosäure, dem Glycin, das Glyphosat. Das ist ja hier durch viele Jahre durch die Presse gegangen und man hat diese Einstufung der IARC also ziemlich offen und zum Teil auch in unverschämter Weise hier kommentiert und bekämpft. Die Forschergruppe und Forscherinnengruppe der IARC sagt, es gibt ausreichend Sicherheit zu sagen, die Krebserzeugung im Tier ist eindeutig. Die bundesdeutschen Gremien aber, wieder der Ausschuss für Gefahrstoffe, sehen in diesem Fall die Tierversuche, und das ist jetzt genau der umgekehrte Fall zur Dieselmotor-Emissionsproblematik, als nicht ausreichend an und insistieren, also bestehen auf epidemiologischen Studienergebnissen. Die Problematik der Pestizide und gerade auch des Glyphosats ist, dass es sozusagen vielfältige Schadwirkungen erzeugt, eben nicht nur Krebs, sondern eben auch neurotoxische Schäden, das heißt Schäden des Nervensystems und noch viel, sagen wir mal, tiefgreifender schätze ich die Schäden ein, die in das reproduktive System, die das reproduktive System betreffen. Das heißt, es sind hier hormonähnliche Wirkungen zu betrachten, die sich auf das Fortpflanzungssystem und so möglicherweise auf kommende Generationen auswirken können. Das betrifft viele Pestizide, aber es sei angemerkt, dass es eben auch viele Schadstoffe betrifft aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel viele Weichmacher oder auch Copolymere in Kunststoffen, die sich ähnlich verhalten, die also hormonähnliche Wirkungen haben. Ich habe das hier in drei Thesen zusammengefasst. Glyphosat gehört, wie viele weitere Pestizide und Umweltchemikalien, zu den hormonaktiven Substanzen. Das sind die sogenannten endokrinen Disruptoren. Solche Stoffe greifen auf diese Weise auch in das reproduktive System ein. Es sind Auswirkungen auf kommende Generationen möglich. Und die auf diese Weise langfristigen und intergenerativen Schadwirkungen sind für viele Stoffe kaum untersucht. Was sind nun die Argumente der Risikovermeider? Die Gesundheit unserer Kinder darf nicht politisch verhandelbar sein. Die hormonell wirksamen Substanzen sind viel strenger zu bewerten, als es bisher der Fall war. Einer, der das sagt, ist Henk Tennekes, ein niederländischer Toxikologe, den ich auch noch in meiner Heidelberger Zeit kennenlernen durfte. Und ein anderer Toxikologe, der zu dieser Stockholmer Studiengruppe gehört, sagt, unter den 350.000 Stoffen sind 50.000 als vertraulich, also da wissen wir gar nicht, was sie beinhalten, und noch einmal 75.000 als komplexe Gemische eingetragen. In diesem riesigen Teil der chemischen Verbindungen weiß praktisch niemand, was genau das für Stoffe sind, und bei denen, von denen wir es besser wissen, haben wir keine Ahnung, wie viel davon produziert wird. Die Argumente der
Vertreter einer Risikokalkulation und ich nehme hier den Herrn Marquardt, der Professor Emeritus für Toxikologie in Hamburg. Er argumentiert so, 5 von 100.000 Kindern sterben jährlich an akzidentiellen Vergiftungen. Dieses Risiko ist allgemein akzeptiert. Die Mehrheit unserer Mitbürger hat dagegen Angst vor einem Risiko von 5 zu 1 Million und so weiter. Und er bezieht sich auf Paracelsus und er spricht von einer Chemophobie, einer übertriebenen, krankhaften Angst vor Chemikalien oder Schadstoffen. Und es sei angemerkt, dass zu den Nitrosaminen, dass ich das selbst erleben durfte, wie in den 1980er Jahren, obwohl ganz klare tierexperimentelle Befunde vorlagen, in 39 von 40 Tierspezies sind Nitrosamine krebserzeugend, war dann in dem damaligen Ausschuss für Gefahrstoffe dann die Meinung, ja, das kostet aber 40.000 Arbeitsplätze, das können wir doch nicht machen und außerdem, wo sind die epidemiologischen Ergebnisse? Also man dreht immer die Sache so herum, wie sie für die Chemieindustrie oder die insgesamte Industrie gut ist. Ulrich Beck, ein großer Soziologe, wie ich finde, hat schon in den 80ern mit seinem großen Buch Risikogesellschaft und dem nachfolgenden Buch Gegengifte, die organisierte Unverantwortlichkeit auf all diese Dinge hingewiesen. Die Welt wird zum Labor. Die Menschheitsexperimente, die veranstaltet werden, sind unabschließbar geworden. Räumlich und zeitlich ebenso wie interdisziplinär offen, nicht zurechenbar in Folgen und Fehlern. Und Beck fragt, sind die Naturwissenschaften von heute in Ausbildung und Forschung zu einer Art Kaderschule geworden, die lehrt, wie man die Gefährdungswirklichkeit, die man mit System erzeugt, nicht wahrnimmt? Nun, meine Hoffnung geht in eine Richtung zu sagen, ich bin Optimist, dass es möglich ist, durch die ökologische Forschung, die Forschung zum Klimawandel, hier vielleicht eine Wende in der wissenschaftlichen Betrachtung von Schadstoffen zu erreichen und vielleicht sozusagen hier einige Fortschritte zu erreichen, die zu einer Risikominderung, vielleicht auch zu einem Verbot mancher Stoffe, aber zu deutlich niedrigeren Grenzwerten führt. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle Sie nur darauf hinweisen, dass ich die Benutzerliteratur für den heutigen Vortrag hier in zwei Folien angegeben habe, die man dann auf der Aufnahme, die bei YouTube erscheinen wird, vielleicht in Ruhe nochmal sich anschauen kann und vielleicht das ein oder andere nochmal nachlesen kann. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.